Was ist einer der größten Schätze? Erfahrung und Selbsterkenntnis. Versuche die Dinge durch unterschiedliche Brillen zu betrachten und dein Horizont weitet sich. Wenn du einen Mangel erleidest, konzentriere dich nicht auf den Mangel, sondern welche neue Erkenntnis du daraus schöpfst und welche neue Türe sich dadurch auftut. Achte extrem auf fremde Einflüsse, da sie nicht von dir kommen, und stelle sie immer auf den Prüfstand. Stelle deine alten Glaubenssätze auf den Prüfstand und du wirst dich wundern. Alles, was sich zu kompliziert anhört, stimmt meistens nicht. Denn das Universum liebt die Einfachheit. Die Sprache des Universums heißt Frequenz. Die Theorien von Einstein sind widerlegt. Denn es wurde längst die fünffache Lichtgeschwindigkeit an einer deutschen Universität nachgewiesen. Die größten Lügen verstecken sich in der Komplexität. Um diese Lügen aufrecht zu erhalten, bedarf es sehr viel Energie. Lasse dich vom Schein nicht blenden, denn die neue Erkenntnis liegt in der Dunkelheit verborgen und wartet darauf, dass du dein Licht darauf wirfst. Deine Schmerzen zeigen dir, wo deine Probleme begraben liegen. Hebe diese Schätze und du wirst immer weiter heilen, leichter werden und Erkenntnis gewinnen. Wenn du schon einmal über einen längeren Zeitraum richtig starke Schmerzen erlitten hast, erst dann wirst du jeden Tag, an dem es dir gut geht, demütig sein und dann auch erst echte Dankbarkeit verstehen. Wenn du heilen willst, solltest du hinschauen und nicht wegschauen. Heilung ist wie eine Zwiebel, die du Schicht für Schicht bearbeitest und dabei fließen viele Tränen, die deine Seele reinigen. Wenn dich jemand aufregt, dann schaust du in einen Spiegel. Ein Zeuge ist ein Beobachter. Sei also der Beobachter und beobachte den Beobachter. Die Matrix ist in dir. Es sind deine falschen Glaubenssätze. Deine Glaubenssätze kommen selten von dir. Nur was du durch dich aus dir heraus erfährst, kann deine Wahrheit sein. Niemand, der auf Erden wandelt, hat sich bisher selbst erkannt, sonst wäre er nicht hier. Hast du dich in einem Traum schon einmal gefragt, was real ist? Warum nicht? Du fragst dich dies aber doch öfters in deiner angeblichen Realität. Wenn du träumst, dann glaubst du in diesem Moment, es sei real. In der Realität glaubst du oft, du würdest träumen. Wenn du deine Glaubenssätze auflöst, was bleibt übrig? Dein Ego bist nicht du, denn es ist ein Programm, eine gewachsene Illusion in dir, über Jahre gewachsen durch äußere Einflüsse. Auch wenn du dich einsam fühlst, bist du in Wirklichkeit nie alleine. Löse dein Ego auf und du wirst sterben. Transformiere dein Ego
und du wirst weise werden. Enttäuschung zeigen dir die Täuschung, zeigen dir deine Wahrheit. Wenn jemand stirbt, dann schaue in dich hinein. Weinst du, weil du egoistisch bist, oder weinst du, weil du den Menschen geliebt hast? Wenn du dich dies fragst und die Tränen fließen augenblicklich nicht mehr, dann war es nur Egoismus. Wenn dein Körper gestorben ist, dann bleibe kritisch und stelle Fragen. Eine Frage wiederhole dann immer dreimal. Erst dann wirst du die Wahrheit erfahren. Es gibt Menschen, die haben kein Gehirn, was oft zufällig erst nach Jahrzehnten festgestellt wird. Diese Menschen wirken wie du und ich. Dazu gibt es Studien, die aber nicht publik gemacht werden. Recherchiere selbst, wenn du es nicht glaubst. Wenn du nicht an die Matrix glaubst, dann frage dich, warum man am Tag manchmal gleichzeitig Sonne und einen Halbmond sehen kann. Wie soll der Mondschatten dann entstehen? Mit einem Teleskop kannst du durch den Mond die Sterne sehen. Wie kann das sein? Probiere es aus. Nochmals, überprüfe deine Glaubenssätze. Entgifte deinen Geist und deinen Körper. Dann wird speziell dein Körper wie ein Katapult für dein Bewusstsein sein. Hier in unserer Realität ist die Erde keine Kugel und sie ist keine Scheibe. Sie scheint eine Sphäre zu sein. Sie ist einfach da. Warum? Was ist eine Projektion? Was ist eine Illusion? Und wo bist du? Wie weit reicht die multidimensionale Illusion? Dimensionen sind Illusionen, denn es gibt nur ein Frequenzband mit unendlich vielen Frequenzen.